Sport auf 2 und 4 Rädern, der in diesem Jahr ja dramatische Schlagzeilen lieferte. Klaus Gabrisch und Ulf Malberg blickten zurück auf die Weltmeisterschaften für Motorräder und Formel 1. In der Reihe Sport 82, meine Damen und Herren, dreht sich heute alles um den Motorsport auf 2 und 4 Rädern. Nicht zuletzt der vierfache Weltmeister Toni Mang aus Inning am Ammersee hat zur Popularisierung des Motorradrennsportes beigetragen. Aber nicht nur um ihn geht es in diesem Rückblick, sondern es geht um eine Bilanz der abgelaufenen Rennsaison. Der Auftakt der Weltmeisterschaft begann für die deutschen Fahrer, wie so oft, in Argentinien nicht gerade vielversprechend. Das erste europäische Rennen danach fand bei Schnee und Regen auf dem Salzburgring statt. Und genau dort beginnt der Rückblick, zusammengestellt von Klaus Gabrisch. Doppelweltmeister Toni Mang hatte im Training keine großen Ambitionen, Kopf und Kragen zu riskieren. Es reichte nur zum 15. Platz, nicht am Start der Münchner Martin Wimmer, der sich vor kurzem die Hand brach. Die Reifen spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und nur 3 Werksfahrer, Roberts, Memmola und Bellington, bekommen die superbreiten, profillosen Slicks gestellt. Und gestern Vormittag kein Regen mehr und schon kamen die Massen. 60.000 sahen das erste Rennen in der Klasse bis 350 Kubikzentimeter und waren gespannt, wie Toni Mang aus der dritten Startreihe wegkommen wird. Ich schaue, dass ich einen guten Start habe, aber man muss abwarten, was die anderen machen. Nummer 37, Sarro, links daneben Jacques Connu. Die 3, Patrick Fernandes, zweiter im Training der Bietigheimer Gustav Reiner und schnellster ein junger Belgier, Didier de Radiges. Rechts die Nummer 27 hat den besten Start, der Österreicher Siegfried Minich. De Radiges übernimmt bereits in der ersten Runde die Führung, Minich überraschend zweiter und schon an dritter Stelle Toni Mang. In Zeitlupe 14, de Radiges, 27 Minich, 1 Mang, 3 Fernandes, 8 McGregor, 7 Saul, 11. Gustav Reiner. Mit Karl Thomas Gressel, Harald Eckel und Herbert Hauf sind insgesamt 5 deutsche Fahrer im Feld. In der zweiten Runde setzt sich dann Weltmeister Toni Mang hinter den führenden Belgier. Das ist der Belgier. Toni Mang. Erik Saul und links Gustav Reiner. Bis zur 13. von 26 Runden gibt es keine Änderung. Dann fällt die Radiges wegen Getriebeschadens aus. Fernandes ist Zweiter, Erik Saul immer weiter nach vorne. Achten Sie jetzt auf Gustav Reiner. Ein geplatzter Wasserschlauch war schuld. Und dann kommt der Vize-Weltmeister Baldé. Alles okay, nur die Maschine nicht mehr. Von 35 Startern fallen 14 aus. Dann in der letzten Runde die Überraschung. Erik Saul in Argentinien, Vierter vor Toni Mang. Der kleine Franzose im vergangenen Jahr durch seine Boxeinlage negativ in Erscheinung getreten, gewinnt. Toni Mangs Kommentar dazu. Das ist auf der großen Füße schneller gegangen. Ja. Fahrt ihr davor, da kommt mit 8 Grad auf die Mühlenschatten recht. Ja. War trotzdem. War es zu fett oder was? Wie kann das sein? Es konnte schon sein, dass es ein bisschen zu fett war. Dennoch ein wichtiger zweiter Platz für den Inninger. Dritter wird Fernandes, Vierter Siegfried Minich. Saul übernimmt damit die Führung in der Weltmeisterschaft. Nun die Halbliterklasse. Erneut am Start Gustav Reiner.
dich in diesem Rennen? Nicht so viel, weil so viele Werksmotorräder hier sind und auch ich nicht mehr so fit bin jetzt nach den Stutzen der 350, wo ich auf meinem eigenen Wasser ausgerutscht bin, weil eine Schlauchstelle runtergesprungen ist. Warum sind Sie heuer so stark, wenn man fragen darf? Ah, weil man mir endlich meine Ruhe lässt. Ich kann alles machen, wie ich will und fühle mich eigentlich ziemlich gut. Training schnellster Nummer 4 rechts, Gremi Crosby, Neuseeland. Die 7 Berischin, 3 Kenny Roberts, 9 Marc Fontaine, die 1 Weltmeister Marco Lucchinelli, 9. Nummer 5 Van Dulmen, 5. und sensationeller 6. Platz für Gustav Reiner, Nummer 28. Berischin mit der berühmten Nummer 7 auf und davon. 7 Runden lang ist der Erster, es folgen Roberts, Crosby, Freddy Spencer, ein junger Amerikaner, erstmals in Europa, Roberts, Van Dulmen und 7. Kamikaze Gustl Reiner. Mehrfacher Führungswechsel auch hier. Weltmeister Lucchinelli fährt mit über 190 Stundenkilometer einen neuen, fast unglaublichen Rundenrekord. Und in der letzten Runde übernimmt der Italiener sogar die Führung vor seinem Landsmann Franco Uncini, vor Schien und Roberts. Nur 19 von 36 Fahrern sehen die Zielflagge. Lucchinelli jedoch nicht, der im Zweikampf mit Uncini zu schnell war, dort oben also kurz vor dem Ziel mit 180 Sachen in die Strohballen flog und mit dem Schrecken davon kam. Erster also Uncini, zweiter Schien, dritter Roberts, noch sichtlich von den Ereignissen mitgenommen. Kenny Roberts führt nun auch in der Weltmeisterschaft vor Schien und Uncini. Von Salzburg begleiten wir den Grand Prix-Zirkus ins Adria-Städtchen Misano. Hauptattraktion des Fremdenverkehrsortes neben dem feinen Sandstrand ist das Motodrom Santa Monica. Wir bleiben in der Königsklasse bis 500 Kubikzentimeter, denn der Ausgang des Großen Preises von Italien war mit dem WM-Endstand fast identisch. Der bis zu diesem Zeitpunkt amtierende Halbliter-Weltmeister Marco Lucchinelli, Nummer 1, ist zwar in der Anfangsphase vorne, fällt aber mit seiner neuen Honda im Laufe des Rennens immer weiter zurück. Sah es nach dem ersten Drittel der Saison noch so aus, als ob das Yamaha-Trio mit Kenny Roberts, Berischin und Gremi Crosby den WM-Titel unter sich ausmachen würde, änderte sich die Situation sehr schnell. Lucchinelli und der erst 22-jährige Amerikaner Freddy Spencer auf Honda waren genauso gefährlich wie die Suzuki-Truppe mit Randy Memola und Franco Uncini. Uncini, 27 Jahre alt, wohnt in der Nähe von Ancona und wurde 1981 13. in der WM-Wertung. Das ist auch seine Startnummer. Der neue Liebling der Italiener ist auf der Rennstrecke konzentriert, fährt fehlerlos und beherrscht über 300 Kilometer schnelle, 150 PS starke Suzuki perfekt. Obwohl man zur Beherrschung einer solchen Maschine enorme physische Kräfte benötigt, treibt der nur 58 Kilo leichte Uncini, wie er selber sagt, überhaupt keinen Ausgleichssport. Er holt sich seine Kraft beim Faulenzen mit Musik hören. Das ist Uncini. Franco Uncini wird 1982 überlegener Weltmeiter der Halbliterklasse vor dem Neuseeländer Gremi Crosby, dritter Freddy Spencer punktegleich mit Kenny Roberts und Berischin. Und das war der Endstand in Misano. Szenenwechsel. Großer Preis von England in Silverstone. Für Tony Mang, der uns hier den Kurs erklärt, lief die Saison bisher sehr unterschiedlich. Während er und die Weltelite beim Großen Preis von Frankreich aus Sicherheitsgründen nicht an den Start gingen, holten sich dort seine schärfsten Rivalen Punkte, wichtige sogar. Unverschuldet in Jugoslawien durch einen Konkurrenten zu Sturz gebracht, also schwer gehandicapt, geht er hier in den Klassen 250 und 350 Kubikzentimeter an den Start.
Für Schlagzeilen sorgte der sogenannte Kronprinz Martin Wimmer aus München. Der 25-jährige Ex-Jura-Student opferte sein Studium dem Motorsport, absolvierte eine Mechanikerlehre und hat bis jetzt eine Bilderbuchkarriere hinter sich gebracht. Bereits im zweiten Jahr seiner internationalen Laufbahn legte er der Konkurrenz in Silverstone zwei Superbestzeiten im Training hin. Erst am Sonntagmorgen um 6:30 war die Yamaha rennfertig geworden. Die ganze Nacht hatte sein Team gearbeitet, um einen Riss am Spezialrahmen zu reparieren. Wir sind im Rennen der Viertelliterklasse. In Führung auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Silverstone die Franzosen Günnar Baudet, Espier Estrosi, Vierter Martin Wimmer. 24 Runden sind zu absolvieren, 4,7 Kilometer ist der Kurs lang. Das sind die vier Führenden, der Abstand aber nicht zu groß. Die folgenden Bilder zeigen sehr deutlich zweierlei. Einmal, wie glänzend der Münchner Martin Wimmer in der Weltelite mitfährt und wie schwer es Toni Mang als Doppelweltmeister gegen seine Konkurrenten hat. In der Klasse bis 350 Kubikzentimeter ist es der junge Belgier Didier de Radiges und hier ein 24-jähriger Franzose Charles-Louis Tonnadre, bis dato Privatfahrer. Mit der Nummer 8 Martin Wimmer, der jetzt in Führung geht. Und hier der Zweikampf. Toni Mangs Kawasaki ist den Yamahas auf den Geraden deutlich unterlegen. Aber der Inninger gleicht dieses Manko mit unglaublichem Kampfgeist, vor allem in den Kurven, wieder aus. Er muss seine teilweise technische Unterlegenheit durch 110-prozentigen Einsatz egalisieren. Sie haben es jetzt selbst gesehen, auf der Geraden fährt ihm Roland Frémaux, der Schweizer mit der Nummer 3, auf und davon. Und in den Kurven ist der Inninger perfekt, da ist er da. Ein packender Zweikampf. Eins Toni Mang, drei Frémaux. Beide sind auf der Verfolgung des Spitzenquartetts in Führung immer noch der Münchner Martin Wimmer. Und Toni Mang jetzt auf dem zweiten Platz. Und immer wieder dieser Zweikampf Frémaux gegen Toni Mang. Und Tonnadre hält sich zurück auf dem vierten und fünften Rang, fährt unauffällig wie die ganze Saison, aber punktet. Das ist Martin Wimmer, der Münchner holt sich in Silverstone seinen ersten Grand Prix-Sieg vor Toni Mang und beendet die Saison mit einem ausgezeichneten vierten Gesamtrang. Da freut er sich. Von Silverstone nun zum Saisonfinale, das in Hockenheim stattfand. Das schöne Spätsommerwetter lockte über 100.000 Zuschauer zum Motorrad-Saisonfinale nach Hockenheim. Die kleine Marktgemeinde war total überfüllt, so wurde jeder Quadratmeter ausgenutzt, um einen Platz zum Schlafen zu haben. Sehr skeptisch war der Herr Bürgermeister, ob dieser Invasion. Vor zwei Jahren zertrümmerten angetrunkene Fans zwei Lokale und seitdem bleibt ein Teil der Restaurants während des Zweirad-Grand Prix ganz geschlossen. Gestern 10.50 Uhr, die Schweizer feiern und viele freuen sich mit Stefan Dörflinger, dem neuen Weltmeister in der Schnapsglasklasse bis 50 Kubikzentimeter. Die meisten Fans aber sind zweifelsohne wegen Toni Mang gekommen. Sie hoffen auf eine Titelverteidigung in den Klassen 250 und 350 Kubikzentimeter. Aber wer das Motorradgeschehen verfolgte, der wusste, dass die Viertelliterklasse für Toni Mang nur noch mit viel Glück zu gewinnen war. Charles-Louis Tonnadre hieß sein großer Konkurrent. Und hier in der ersten Reihe Toni Mang ganz links und die Aufpasser, die Franzosen Espier, Estrosi, Saul. Sie wollten ihrem Landsmann Tonnadre helfen. Mang musste gewinnen, Tonnadre musste Fünfter werden.
Deutsche Schützenhilfe gab es nur von Manfred Herwe aus Lampertheim. Martin Wimmer aus München blieb in der Aufwärmrunde mit defektem Motor stecken. Mit der 7, das ist der 24-jährige Postbote aus Frankreich, der abgeschirmt ein ruhiges Rennen vor. Mit der Nummer 40 sehen Sie im Hintergrund Manfred Herwe aus Lampertheim, der alles tat, aber ein alleine als Schützenhilfe war zu wenig. Das ist der Inninger, der alles wagte, ein glänzendes Rennen fuhr, dieses Rennen ganz, ganz souverän gewann. Und Vize-Weltmeister wurde. Aber der Weltmeister, hier sehen wir ihn mit dem Rücken zur Kamera, heißt Jean-Louis Tonnadre. Weltmeister in der Viertliterklasse 1982, Tonnadre. Dann Regen. In der Klasse, in der Toni Mank Weltmeister, ewiger Weltmeister werden konnte und natürlich auch wollte. Es musste umgestellt werden auf Regenreifen. Vorher war schönes Wetter, das ist Martin Wimmer. Und dieses Rennen wird vor Ort mein Kollege Hage Müller kommentieren. Und der Start. Der Radiges kommt gut weg, Mank bleibt stehen. Ganz schlechter Start von Mank. Sie sehen ihn rechts am Bildrand verschwinden. Jetzt nimmt er etwas Tempo auf und eher im hinteren Drittel des Feldes biegt er in die erste Kurve ein. Auwei, die Spitze ist längst entschwunden und Toni Mank im hinteren Drittel des Feldes. Jetzt sehen Sie auch, wie stark es noch regnet. Es wäre unheimlich gut gewesen, wenn Toni Mank einen guten Start gehabt hätte. Der Radiges an der Spitze und was ich gesehen habe, Manfred Herwe auch diesmal wieder großartig dabei an dritter Position. Und hier sehen wir Mank, wie er jetzt versucht, sich nach vorne zu kämpfen. Der Radiges, der Konkurrent von Toni Mank um den Weltmeistertitel in Front. Herwe und Wimmer und mit der 21, die 350 Kubikzentimeter Klasse wird übrigens zum letzten Mal als Weltmeisterschaftslauf ausgetragen. Herwe greift an und übernimmt die Führung. Manfred Herwe aus Lampertheim, der 28-jährige Elektrotechniker, führt im Motodrom vor dem WM-Favoriten Didier de Radiges und dahinter ist Martin Wimmer. Jean-François Baldé, der ebenfalls noch in den Kampf um die Weltmeisterschaft eingreifen könnte, liegt im Moment an achter Position. Vorn Herwe und dahinter Toni Mank. Jetzt bin ich doch gespannt, ob der Toni noch an den Lampertheimer herankommt. Der fährt ja normalerweise nicht mal Weltmeisterschaftsläufe, sondern er versucht sich bei Europameisterschaftsläufen und deutschen Läufen, aber alle, die hier so in der Gegend sind, auch hier bei diesem Weltmeisterschaftslauf fährt er nur, weil die Rennstrecke von Hockenheim direkt vor seiner Haustür liegt. Herwe und Mank, hintereinander gehen sie ins Motodrom. Sie sehen selbst den Abstand, das sind vielleicht 20 oder 30 Meter. Greift Toni Mank noch an? Nein, das tut er natürlich nicht.
Er gönnt dem 28-jährigen Mann aus Lambertheim, dem 28-jährigen Manfred Herwe, diesen ersten und sensationellen Grand Prix-Sieg. Toni Mang wird Zweiter, Böller gehen hier hoch. Toni Mang ist Weltmeister geworden, bei den 250ern hat es nicht geklappt. Dafür aber hier in der 350 Kubikzentimeter Klasse ein deutscher Doppelsieg. Die letzte Entscheidung in Hockenheim fiel bei den Seitenwagen. Zwei Punkte benötigten die Meißenheimer Werner Schwärzel und Andreas Huber noch, um nach viermaliger Vize-Weltmeisterschaft endlich ganz oben zu stehen. Ein neunter Platz also, egal ob Titelverteidiger Bieland Waltisberg siegen oder nicht. Die Schweizer gewannen zwar 5 Grand Prix, konnten aber dreimal überhaupt nicht punkten. Nummer 1 in Führung, die Schweizer. Bieland, der diesem Sport sicherlich neue Impulse gab, ist unter seinen Kollegen nicht unumstritten. Bieland machte aus den ehemaligen Gespannen praktisch dreirädrige Formelautos, Geschosse, die dann auch wesentlich bessere Fahreigenschaften besaßen. Monocoque-Bauweise, Bleche aus Aluminium, Reifen so breit wie in der Formel 2. Die Fahrbalance wurde von der Gewichtsverlagerung der Beifahrer immer unabhängiger. Als Motor kommt in erster Linie das Aggregat von Yamaha zum Einsatz, wie ihn beispielsweise Kenny Roberts fährt. Circa 120 PS machen Bielands Gespann fast genauso schnell wie die Solomaschinen der Halbliterklasse. Bieland Waltisberg. Der Beifahrer kauert schräg hinter dem Fahrer zwischen dem Hinterrad und dem Seitenwagen. Viele Haltegriffe verhindern, dass er bei seinen akrobatischen Übungen aus dem Boot fällt. Hier ist das Turnen sehr schön zu sehen. Eines steht fest: Durch Rolf Bielands zum Teil revolutionäre Ideen ist dieser Sport nicht nur populärer, sondern wesentlich sicherer geworden. Nun, Sie wissen, dass Schwärzl-Huber ein 6. Platz zum ersten Titelgewinn reichte. Sie brauchten bei strömendem Regen nichts mehr riskieren. Zwar gewannen Bieland Waltisberg überlegen den großen Preis von Deutschland. Hier sind sie im Ziel. Aber die ewigen Zweiten sind würdige Weltmeister. Mit der Nummer 5, das sind sie. Wie immer waren sie auch 1982 äußerst zuverlässig und das schlechteste Ergebnis war in einem Grand Prix der 4. Platz. Schwärzl-Huber im Motodrom. Umjubelt von 100.000 Zuschauern holten sie nach 1976, damals hieß der Weltmeister Rolf Steinhausen, wieder den Seitenwagen-Weltmeisterschaftstitel in die Bundesrepublik Deutschland. Von der Straße auf die Bahn. Sandbahn WM-Finale 1982 im dänischen Eisberg. Von rechts nach links. Karl Mayer, Nummer 16, Neufinsing. 14, Georg Gilgenreiner, Lengries. 11, Ivan Major, Neuseeland, der Rekord. Weltmeister. 15, Egon Müller, Kiel. 17, Peter Collins, England. Und ganz links, Alois Wisböck, Niederbergkirchen. Achten Sie auf den Start. Da wurde gepokert, aber Karl Mayer kommt am besten weg, dann Gilgenreiner, Müller, Wisböck. Ein guter Start ist auf der sogenannten Langbahn die halbe Miete. Wer vorne ist, einen guten Motor besitzt und natürlich fahren kann, der ist auch nach 3 Runden als Erster im Ziel. Die 1000-Meter-Bahn liegt unseren Fahrern, das sieht man immer wieder, nicht nur bei den Finalläufen in dieser Sportart. Auch 1982 kommen wieder 4 von 6 Endlaufteilnehmer aus der Bundesrepublik. Aber anders als im letzten Jahr, als sich Christoph Betzel den Sieg im letzten Rennen von Mike Lee aus England wegnehmen ließ, ist der 25-jährige Karl Mayer
der bereits vor 2 Jahren zum ersten Mal Sandbahn-Weltmeister wurde, so überlegen, dass er einem erneuten Titelgewinn ins Auge sehen kann. Karl Mayer jetzt vor Egon Müller. Auf der Gegengeraden sind die Motoren fast nicht zu hören, aber immerhin haben die Maschinen und die Fahrer über 130 km/h drauf. Das liegt sicherlich an der Tonqualität. Karl Mayer. Weltmeister 1982, also Karl Mayer aus Neufinsing. Zweiter Alois Wisböck, dritter Egon Müller, fünfter Georg Gilgenreiner. Beenden wir den Motorradrückblick mit einem spektakulären Sport auf 3 Rädern, denn immer mehr Anhänger finden die Motocross-Gespannrennen. In diesem Jahr wurde der Warndorfer Landwirt Josef Brockhausen zusammen mit seinem Beifahrer Hubert Rebele aus der bayerischen Seitenwagenhochburg Warching Vize-Weltmeister. Das sind die beiden. Es folgt ein Ausschnitt aus unserer Reportage vom WM-Lauf im österreichischen Feldkirch. Und die vielen deutschen Schlachtenbummler drückten für den zweiten Lauf die Daumen. Sehen Sie nun die mitentscheidende Startphase in Superzeitlupe. Achten Sie jetzt auf das rote Gespann, das links hinter der Nummer 2 ins Bild kommt. Höhler Burkhardt werden von Grock Hüsser touchiert, Franz Burkhardt am Boden liegend dabei von einem Gespann überfahren. Auch unser Kameramann bekam etwas ab, reagierte aber ausgezeichnet. Glück im Unglück hatten alle. Dank der vorgeschriebenen Schutzkleidung kam Franz Burkhardt mit einem Schock und Prellungen davon. Und sozusagen für das Pech ihrer Landsleute revanchierten sich Brockhausen Rebele mit einer super Leistung. Von der ersten bis zur letzten Runde wehrten sie alle Angriffe der verschiedensten Verfolger ab. Hartnäckigste Konkurrenten waren, wie soll es auch anders sein, am Ende Bollhalder Büsser. Toller Sieg also für Brockhausen Rebele vor Bollhalder Büsser. Sechste noch die gestürzten Grock Hüsser. Und weitere WM-Punkte für Engelhard Forster und Rauscher Ulm als hervorragende 9. und 10. Von den Zweirädern nun zu den Autos. Auch die Motoren werden wesentlich stärker. Die Formel-1-Saison begann in Kialami in Südafrika mit dem Trainingsboykott der Fahrer, Streitereien zwischen der FOCA, der Konstrukteursvereinigung also, und der FISA, dem Weltverband, Disqualifikationen wegen Unterschreitung des Gewichtslimits der Autos, den Tricks mit den Wassertanks, um das Mindestgewicht zu erreichen. Und die Werke, die Turbomotoren einsetzten, hatten sich mit denen, die Saugmotoren fuhren, ständig in den Haaren. Trauriger Höhepunkt, der große Preis von San Marino in Imola, an dem nur 14 Fahrer teilnahmen. Dann raufte man sich aber langsam zusammen und erst beim großen Preis von England, mit dem der folgende Beitrag von Ulf von Malberg beginnt, war der allgemeine Friede wiederhergestellt. Für den neuen Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg beginnt dieser Bericht gar nicht so erfreulich, denn sein Williams springt nicht an, obwohl der Finne beim großen Preis von Großbritannien in Brands Hatch am 18. Juli die Trainingsbestzeit fuhr. Und während das Feld längst unterwegs zur Einführungsrunde ist, muss dem Rosberg nachhetzen und sich dann brav hinten anstellen. 76 Runden ist gleich 319,67 Kilometer sind zu fahren. Der wohl schönste derzeit benutzte Grand Prix-Kurs ist 4,2 Kilometer lang. 100.000 Zuschauer, strahlende Sonne und da sehen Sie Rosberg ganz hinten.
Dem zweiten des Trainings, Ricardo Patrese, vorne rechts, ging es noch schlechter. Patrese bleibt stehen, Anu aus der dritten Startreihe, sieht das Hindernis zu spät, zieht aber geistesgegenwärtig den Prepper mit auf den Grünstreifen hinaus und nur Watson muss einen unbeabsichtigten Slalom auf der Wiese einlegen. Beide Wagen natürlich demoliert. Damit freie Bahn für Nelson Piquet auf dem Brabham BMW, dahinter Lauda McLaren, Pironi Ferrari, De Angelis Lotus, Alboreto Tyrrell, Prost Renault, Daly Williams und De Cesaris Alfa Romeo, Keke Rosberg bereits an 15. Stelle, er war ja als 26. losgefahren. Nicht dabei Manfred Winkelhock auf dem ATS, der sich um 200 Sekunden nicht qualifizieren konnte. Jochen Maas auf dem March startete von der vorletzten Position. Was war bisher passiert? Der Zweikampf zwischen den Turbo und den Ford Cosworth Saugmotor war in vollem Gange. Die Streitereien zwischen Fahrern, Teams und FISA einigermaßen beigelegt. John Watson auf dem McLaren führte mit 30 Punkten die WM-Wertung an, vor Didier Pironi mit 29 und Keke Rosberg mit 21 Punkten. Vierter Ricardo Patrese, der wechselweise den Brabham Cosworth und den Brabham BMW nach Eignung der Rennstrecke fuhr, mit 19 Punkten. Erste Runde beendet, deutliche Führung für Nelson Piquet vor Niki Lauda. Bei Brabham BMW hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht. Man schickte nämlich Piquet mit nur halbvollen Tanks ins Rennen und etwa bei Halbzeit wollte man dann nachtanken. Für den reinen Tankstopp brauchte man nur 15 Sekunden. Mit Ein- und Ausfahrt der Boxenstraße musste also Piquet einen Vorsprung von etwa 30 Sekunden herausfahren. Hier nochmals der Startunfall und Anu bleibt richtigerweise auf dem Gas und zieht damit beide Hindernisse aus der Bahn. Pironi kann sich vorbeimogeln, Watson ganz auf dem Gas hier. Alain Prost vorne mit der 27, Patrick Tambay vor Keke Rosberg, der schon wieder mit vorne dabei ist. Und da in der 9. Runde das Aus für Nelson Piquet, Motorschaden. Watson war bereits in der 3. Runde von der Strecke gerutscht, damit Niki Lauda mit großem Vorsprung an der Spitze. Der McLaren soll ja in der neuen Saison einen Turbomotor von Porsche erhalten. Held dieses britischen Grand Prix war jedoch ein anderer. Derek Warwick, Nummer 35, war mit dem Tolman Hard Turbo vom 16. Startplatz losgefahren und hier schnappt er sich den an vierter Stelle liegenden Andrea De Angelis auf Lotus. Dann Derek Daly auf dem Williams, also jetzt auf Platz 3. Warwick war bisher überhaupt noch nie ins Bild gekommen und hier dann diese Vorstellung. Hier haben Sie die Positionen nach 21 Runden. Lauda, Pironi, Warwick, bereits dritter, Daly, De Angelis, De Cesaris. Nummer 17, Jochen Maas wird überrundet vom zweitplatzierten Didier Pironi und im Mitschatten Warwick. Und jetzt achten Sie mal auf diesen faszinierenden Zweikampf. Maas jetzt überrundet, hat sehr schön Platz gemacht. Und auf der Ziellinie, wo es alle schön sehen, jetzt ist er vorbei. Warwick, sensationellerweise Zweiter dieses Rennens. Aber dann streikt das Getriebe. Die einmalige Show des Derek Warwick auf dem Tolman ist leider vorbei und sie sollte auch einmalig bleiben. Auch Keke Rosberg musste nach einem Boxenstopp mit Reifenschaden aufgeben, damit Niki Lauda überlegener Sieger mit einem Schnitt von genau 200,6 Kilometern in der Stunde, 25,7 Sekunden vor Pironi und 38,4 Sekunden vor Patrick Tambay auf dem zweiten Ferrari. Um Platz 4 gab es noch einen ganz heißen Kampf. De Angelis, Prost und Giacomelli lagen in dieser Reihenfolge im Ziel ganze 0,4 Sekunden auseinander. Und hier das Schlussergebnis.
des British Grand Prix. 15. August, großer Preis von Österreich, und die beiden Brabham BMW hatten das Training ganz klar beherrscht. Piquet und Patrese über eine Sekunde vor Prost und Tombé. Und wieder kracht es am Start, die beiden Alfa Romeo schalten sich gegenseitig aus und auch Derek Daly ist verwickelt. Zwischen Brands Hatch und Zeltweg wurden zwei Grande Prüf gefahren. In Paul Ricard, Frankreich, gewann René Arnoux auf dem Renault, in Hockenheim Patrick Tombé auf dem Ferrari. In der Weltmeisterschaft führt Didier Pironi mit 39 Punkten, aber der Franzose hatte in Hockenheim einen schweren Unfall, der ihn für den Rest der Saison eliminierte. Noch heute ist unklar, ob er je wieder fahren kann. Hier ging gerade Patrese am zweitplatzierten Alain Prost vorbei und auf der Kuppe die Reihenfolge. Piquet, Patrese, Prost, Tombé, Arnoux, De Angelis, Rosberg, Alboreto, Lauda. Neunter Winkelhock hatte sich platziert, dafür fehlte Jochen Maas nach seinem Unfall in Frankreich. Große Überlegenheit für die Turbo. Am Start standen ja vier Turbos vor dem ersten Saugmotor. Reifenschaden für Patrick Tombé, der aber nur eine Runde dadurch verliert. Für Michele Alboreto und den Tyrrell ist die Fahrt jedoch gründlich zu Ende. Patrese hat Piquet überholt, nur der Südafrika-Sieger Alain Prost kann den beiden Brabham BMW folgen. Dahinter Arnoux, De Angelis und Warwick wieder aus der achten Reihe. Und dann jener eingeplante Tankstopp für den vorne liegenden Patrese. Stoppen Sie den reinen Boxenstopp mit. Jetzt steht er. Hydraulischer Wagenheber, eingebaut. Mechaniker zeigen an, dass sie fertig sind. 14,5 Sekunden. Vom Abbiegen von der Piste bis zu deren Wiedererreichen waren es genau jetzt 34 Sekunden, ohne die Führung zu verlieren. Vier Wagen mit Turbomotoren, weit an der Spitze, und Brands Hatch-Sieger Niki Lauda musste sich sogar von Riccardo Patrese überrunden lassen. Alain Prost war mit dem Renault Patrese nur etwas näher gekommen. Patrese, jetzt auch Prost an Lauda vorbei. Und Sie sehen ganz deutlich die Geschwindigkeitsunterschiede, aber in der 28. Runde Reifenplatzer und ein spektakulärer Ausritt von Patrese. Nur gut, dass an dieser Stelle des Österreichsring so viel Platz ist. Die Helfer sind blitzschnell da, aber Patrese deutet an, jetzt mit dem Helmklopfen, nichts passiert. Neue Reihenfolge. Prost fast eine halbe Minute vor De Angelis und 38 Sekunden zurück. Nelson Piquet, der schon einen ungeplanten Boxenstopp einlegen musste. Das ist Alain Prost mit dem Renault als neuer Spitzenreiter. Und dann das endgültige Aus für Nelson Piquet mit einem Schaden an der Elektrik. Vier Runden vor Schluss erwischt es auch Alain Prost mit einem brennenden Motor. Damit natürlich Elio De Angelis auf dem Lotus unversehens an der Spitze. Sämtliche Turbos waren vorne ausgefallen. Aber inzwischen hatte sich Keke Rosberg buchstäblich angeschlichen und das dramatische Finale zwischen De Angelis mit dem schwarzen Lotus und Rosberg. Letzte Runde. Wo kann Rosberg vorbei? Hier versucht er's. Bricht das Vorhaben ab. Jetzt macht De Angelis natürlich ein bisschen zu, lässt Rosberg nicht vorbei, das ist absolut korrekt. Außen geht's nicht, in der Jochen-Rindt-Kurve, innen vielleicht. Aber da wird er etwas weit rausgetragen. Nochmal volle Beschleunigung. Aber hauchdünner Sieg für Elio De Angelis auf dem Lotus, das waren 12 Hundertstel Sekunden.
Und hier das Gesamtergebnis der Angelis vor Rosberg, Lafitte, Tombé, Lauda und Baldi. 29. August, großer Preis der Schweiz, leider noch immer nicht auf Schweizer Boden, sondern in Dijon. Diesmal beide Renault vorne vor Patrese, Lauda, De Cesaris und Nelson Piquet. Keke Rosberg hinter seinem Williams-Kollegen Derek Daly aus der vierten Startreihe. In Österreich hatte Keke Rosberg den zweiten Platz in der Weltmeisterschaftswertung übernommen, hatte aber noch keinen Grand Prix gewonnen. In Führung immer noch Didier Pironi, 6 Punkte vor Rosberg, 3 Punkte dahinter John Watson. Das sieht fürchterlich steil aus hier, ist es aber gar nicht. Anu in Führung vor Prost, Patrese und Lauda. Dann kommt Piquet mächtig auf und erobert sich die Spitze. Wieder einmal Führung für Nelson Piquet, aber beim Routineboxenstopp kann er diese Spitze nicht halten und landet dann schließlich vor Patrese auf Platz 4. Hier haben Sie das Insert, Prost, Arnoux, Rosberg, jetzt schon Dritter und Lauda. Die beiden Renault haben die Plätze getauscht. Später muss Arnoux an die Boxen, sodass er eine Runde zurückfällt. Hier Rosberg. 6 Runden vor Schluss fällt Arnoux mit einem Schaden an der Einspritzung endgültig aus. Auch Rosberg an ihm vorbei. Ein Schaden leider auch an unserer Aufzeichnung. Und Rosberg geht ihm das Sablier auch an Alain Prost vorbei. Wir bitten, diese Störung zu entschuldigen, wir konnten es aber nicht ändern. Auch bei Williams ein gewisses Wabank-Spiel. Man schickte Keke Rosberg mit ziemlich niederem Reifendruck ins Rennen, aber es machte sich bezahlt. Keke Rosberg gewinnt seinen ersten Grand Prix überhaupt und übernimmt damit 2 Rennen vor Schluss die Führung in der Weltmeisterschaft. 42 Punkte hat er auf dem Konto, Pironi 39, Prost 31, Lauda und Watson je 30. Keke Rosberg. Las Vegas am 25. September, letztes Rennen der Saison vor nur 20.000 Zuschauern auf dem Parkplatz des Caesars Palace Hotel. Wieder beide Renault vorne vor Michele Alboreto Tyrrell und Eddie Cheever mit dem Talbot, dahinter Patrese und Rosberg. Zwischen Dijon und Las Vegas lag noch der große Preis von Italien in Monza, den René Arnoux gewann vor Patrick Tombé und dem guten alten Mario Andretti auf Ferrari. Keke Rosberg war zwar nur 8. geworden, hatte also keine Punkte bekommen, aber Prost und Lauda waren ausgefallen. Einziger Konkurrent für den Finnen, John Watson auf dem McLaren, der 4. wurde und jetzt 9 Punkte hinter Rosberg liegt. Der Ire muss also hier gewinnen und Rosberg darf keinen Punkt machen, dann ist Watson Weltmeister. Reihenfolge immer noch Arnoux vor Prost, Keke Rosberg ging die Sache vorsichtig an, immer mit dem Blick auf die Boxensignale, wo ist, nein, nicht Bele, wo ist Watson? Hier die Spitze. Und ein Panoramablick über den Parkplatz von Caesars Palace in Las Vegas. Das ist Patrese und Cheever. Hier die Punkterenne. Arnoux, Prost, Alboreto, Patrese, Cheever, Andretti, Rosberg und Watson sind nicht dabei. Also keine Gefahr für den Finnen. Das ist die Verfolgergruppe. Patrese vor Cheever mit dem Talbot Ligier, Andretti, Ferrari. Und dahinter Rosberg, also 7. noch vor Watson. Hier wieder die Spitze, die beiden Renaults. Jetzt hat Rosberg Watson Format füllend im Rückspiegel und er geht überhaupt kein Risiko ein. Er lässt Watson anstandslos vorbei. Nur darf er ihn halt nicht aus den Augen verlieren. Aber Punkte sind in Sicht. Das rote Auto, was jetzt rechts gleich erscheinen wird, ist Andretti und der liegt auf Platz 6. Hier in der Kurve, der Letzte.
Hier der Stand nach 15 Runden. Das gleiche Bild, Andretti ist Sechster, Rosberg jetzt von Watson überholt, also Watson Siebter. Nein, da ist Watson schon an Andretti vorbei. Vorne kommt Alboreto, Arnoux immer näher. Der junge Italiener auf dem Tyrrell hatte eine gute Saison hinter sich, immerhin 16 Punkte. Zwanzigste Runde, Boxenstopp für René Arnoux, Maschinenschaden. Der letzte für ihn in einem Renault. Nächstes Jahr fährt der kleine Franzose für Ferrari. Alboreto damit Zweiter hinter Prost, Watson bereits Dritter, aber Rosberg in den Punkterängen. Das ist John Watson. Nächstes Hindernis für Keke Rosberg ist Mario Andretti. Aber das Problem löst sich alsbald von selbst. Rosberg huscht innen durch, Platz 5 für ihn, das wäre der Titel. Und aus diesem Sand kommt Andretti nie wieder heraus. Michele Alboreto hat jetzt dicht auf Alain Prost aufgeschlossen und er greift ihn an. Da versucht das, aber Prost lässt außen stehen. Aber jetzt sticht Alboreto einfach innen durch, macht den Weg zu und ist vorbei. Allerdings muss man sagen, dass der Renault nicht mehr ganz sauber lief, denn auch Watson kann Alain Prost überholen. Damit erstmals Führung in einem Grand Prix für Michele Alboreto und seit vielen Jahren wieder einmal für einen Tyrrell. Alain Prost, wie gesagt, immer langsamer und jetzt auch Watson vorbei. Und später muss er auch noch Eddie Cheever passieren lassen. Michele Alboreto gewinnt also seinen ersten Grand Prix vor Watson, Cheever und Prost. Aber Keke Rosberg kommt auf Rang 5 ein und ist damit Weltmeister. So, jetzt aber schnell wieder die Hände ans Steuer. Ein einziger Sieg, aber ständig gute Platzierungen brachten dem sympathischen Finnen, der ja in Deutschland seine Karriere begann und lange bei Heidelberg lebte, den Titel. Hier der Schlussstand der Weltmeisterschaft. Die Art jedoch, wie Keke Rosberg zu Weltmeisterehren kam, erinnert ein wenig an die Methoden, der sich zwei Herren aus Bayern bedienten, um den anderen Fahrerweltmeistertitel, den der Automobilsport zu vergeben hat, zu gewinnen. Für Walter Röhrl und Christian Geisdörfer begann die Saison ausgesprochen erfreulich. Ihnen wurde von Sonaltes-Prinz Renier von Monaco die Hand gedrückt und diesen Händedruck bekommen nur die beiden Gesamtsieger der Rallye Monte Carlo. Nach der Monte Carlo und der kalten Schweden-Rallye ging es ins sonnige Portugal. Neben der Akropolis die vielleicht schönste Rallye der Weltmeisterschaft, vielleicht sogar noch ein bisschen besser organisiert. Ihr ist nur zu wünschen, dass sie nicht von den eigenen Zuschauermassen erdrückt wird. Schweden hatte für Walter Röhrl einen dritten und Michel Mouton einen unglücklichen fünften Platz gebracht, nachdem sie ausgerechnet mit Teamkollegen Hanno Mikola kollidiert war. Die Französin stürmte sofort in Führung, Röhrl blieb dran. Aber in Cabrera ereilte ihn das Schicksal. Lenkungsbruch, doppelter Rittberger mit Überschlag zwischen einem Baum und einem Telegrafenmast hindurch, der einzige Ausfall der gesamten Saison. Damit leichter Sieg für Michel Mouton und Fabrizia Pons auf dem Audi. In Korsika kamen die beiden Französinnen auf Rang 7, aber in Griechenland wieder Gesamtsieg. Da die Rallye Akropolis etwa Halbzeit bedeutete, musste sich Walter Röhrl langsam aber sicher einen Schlachtplan zurechtlegen.
Eins war klar, auf den klassischen Schotterrallyes hatte er mit dem konventionellen Hecktriebler gegen den Audi Quattro keine Chance. Die Devise musste also heißen, den bekannt zuverlässigen Opel Ascona immer ins Ziel bringen und das so weit vorne als nur möglich. Der Schock von Portugal war durch den zweiten Platz auf der Safari und den vierten in Korsika überwunden. Aber von den 12 zu fahrenden Veranstaltungen entsprachen 11 mehr der technischen Auslegung des Audi. Einzig die Monte Carlo nicht, aber die war ja bereits gewonnen. Bekanntlich gewann der amtierende Weltmeister Ari Vatanen hier auf der Akropolis vergangenes Jahr seinen ersten Weltmeisterschaftslauf. Von den 12 Läufen zählen nämlich nur die 7 besten Ergebnisse. Nach Griechenland stand es zwar 72 zu 52 zugunsten von Röhrl Geisdörfer, aber in den Gesamtsiegen 1 zu 2 gegen sie. Und in Ingolstadt ist man ja auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Man würde alles tun, Michel Mouton nach vorne zu bringen. Ein in diesem Jahr etwas glückloser Star wie Hanno Mikola würde zurückstellen müssen. Und technisch ist man bei Audi ohnehin überlegen. Nur mit der Zuverlässigkeit hapert es noch ein bisschen. Das ist der Start zur Rallye San Remo am 4. Oktober. Inzwischen hatte sich Folgendes ereignet. Walter Röhrl hatte in Neuseeland einen dritten Platz, das sind 12 Punkte herausgefahren, und war in Brasilien Zweiter geworden, ist gleich 15 Punkte. Damit stand sein Punktekonto theoretisch auf 99 Zählern gegenüber 72 von Michel Mouton. Aber die hatte Brasilien auch gewonnen und damit ihren dritten Gesamtsieg verbucht. Röhrl hatte bereits 6-mal Punkte gemacht, begann also jetzt die Streicherei. Sein schlechtestes Ergebnis, der 4. Platz von Korsika. Also musste er in San Remo mindestens einen dritten herausfahren, um überhaupt zu Punkten zu kommen. Nun findet die Rallye zu 60% auf toskanischem Schotter und zu 40% auf Asphalt statt. Aber nach den ersten 20% Asphalt kam der Regensburger nicht so zum Zug, wie es wohl nötig gewesen wäre. Er krebste so um den 8. Rang herum, während die Audi vorne die Pace machten. Kritisch wurde die Lage, als sich Michel Mouton auf Rang 2 etabliert hatte, hinter dem alles beherrschenden Stig Blomqvist. Aber auf den letzten 20% Asphalt kam Röhrls totale Offensive. Er flog förmlich an allen vorbei, hatte das Glück, dass der vor ihm liegende Cinotto zurückfiel und landete auf dem 3. Rang hinter Blomqvist und Mikola. Aber, und das war wichtig, vor Michel Mouton die 4. wurde. Jetzt musste man also auf der Rallye Elfenbeinküste der berüchtigten Bandama die Entscheidung suchen und diese Veranstaltung mag der Walter nun überhaupt nicht. Eine höchst gefährliche Tempobolzerei ohne abgesperrte Sonderprüfungen. Gegenverkehr ist keine Seltenheit. Abgewechselt von übelsten Dschungelpfaden mit tiefen Wasserlöchern, weit ab von jeglicher Zivilisation. Keine Frage, eine extreme Teststrecke für die Technik, aber wehe, wenn hier draußen etwas passiert. Es mutet schon grotesk an, mit welcher Akribie die neue Deutschland-Rallye auf ihre Sicherheit observiert wurde. Und hier herunten nichts von alledem. Diese Veranstaltung verstößt, wenn schon nicht gegen das Reglement, so gegen jegliche Vernunft. Die Geschichte der Rallye ist schnell erzählt. Zunächst großer Vorsprung von über 90 Minuten für Michel Mouton und Fabrizia Pons auf dem Audi Quattro. Doch dann stellten sich Probleme am Auto ein und der Vorsprung wurde immer kleiner. Hanno Mikola mit Technikchef Kumpert an Bord konnte auch nicht mehr helfen. Der routinierte Röhrl kam immer näher. Schließlich waren es nur noch 5 Minuten und mit jeder Minute wurde die Französin nervöser. 500 Kilometer vor Schluss setzte sie den Audi in die Büsche. Das war der Sieg und der Weltmeistertitel für Walter Röhrl aus Regensburg und Christian Geisdörfer aus Neubiberg bei München auf dem Opel Ascona 400 aus Rüsselsheim. Walter Röhrl und Christian Geisdörfer hatten sich ihren zweiten Weltmeistertitel nach 1980, also schon ein Rennen vor dem Ende geholt. Auf der letzten Rallye, der RAC in Großbritannien, fiel auch der Titel eines Markenweltmeisters nach Bayern, genauer gesagt an Audi in Ingolstadt.
Dieser Film ist den Männern gewidmet, die ihr Leben einem Sport